Heute bauen wir mit CSS Grid eine richtig coole Ladeanimation. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Sonntag. Heute geht es um CSS bzw. um CSS Grid noch einmal. Und zwar werden wir ein relativ einfaches CSS Grid Layout bauen. Das Ganze anhand der Google Material Design Guidelines animieren, sodass wir mit Googles Kompositionsrichtlinien konform gehen und das Ganze sieht relativ cool aus. Also es verhilft eurer Seite noch so, das gewisse Etwas zu kriegen, wenn ihr beispielsweise eine Startseite habt mit vielen, vielen Unterseiten und Kompositionselementen und so weiter und so weiter. Das Ganze, wie gesagt, ist relativ einfach gemacht und damit werden wir auch gleich loslegen. Aber vorweg, wenn ihr noch nicht da seid, unten in der Videobeschreibung ganz oben findet ihr einen Link zu Discord. Dort wird euch geholfen, wenn ihr Fragen habt oder ihr könnt selbst Fragen beantworten. Also schaut dort auf jeden Fall vorbei. Also verlieren wir keine weitere Zeit. Auf geht's. Viel Spaß. So und los geht's mit unserem heutigen Video. Heute geht es wie gesagt um Google Material Design bzw. um Material Design im Allgemeinen. Und zwar geht es heute darum, wie sich Elemente verhalten, wenn man sie gleichzeitig auf der Seite lädt. Und wie es nicht sein soll, sehen wir hier einfach, und zwar laden alle Elemente gleichzeitig. Der Blick ist nicht gesteuert, man wird erschlagen von den ganzen Elementen und es hat keinen wirklich schönen Effekt. Anders sieht es aus, wenn man das Ganze Stück für Stück lädt, was heißt ein Element nach dem nächsten. Und das werden wir heute ziemlich einfach mit einem einfachen Animation Delay umsetzen und ansonsten nur mit CSS arbeiten. Das, was wir heute machen werden, ist im Prinzip dieses Layout hier zu bauen mit CSS Grid. Dazu habe ich im vergangenen Jahr schon mal ein Video gemacht. Wer sich damit ein bisschen intensiver auseinandersetzen möchte, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Grundsätzlich, wenn man hier drüber geht, hat man so einen kleinen Box-Shadow, so einen kleinen Fade-Effekt, dass die Box so einem entgegenkommt, mehr oder weniger. Und das, worum es heute eigentlich geht, wenn ich das Ganze lade, lädt dieses Grid-System sich Stück für Stück einfach hintereinander weg, ohne dass man selbst etwas, ja, ohne dass man so erschlagen wird von den Elementen, sondern es sich einfach so Stück für Stück aufbaut. Diese Technik könnt ihr natürlich auf jedes x-beliebige Grid-System anwenden, egal ob das jetzt wie hier strukturiert ist oder ob das gleichmäßig, also immer gleich viele Boxen, die gleich groß sind oder wie auch immer ihr das machen möchtet, ihr könnt das komplett anwenden. Das Ganze ist wie gesagt ziemlich einfach und benötigt nur einige Zeilen CSS. Das erste, was wir in unserem Video hier haben, ist im Prinzip einfach ein paar Zeichen und hier an der Seite habe ich eine Index.html und eine CSS, wobei das für euch egal ist, da ihr das sowieso in CodePen unten in der Videobeschreibung habt. Dort könnt ihr euch das alles ganz in Ruhe angucken. Grundsätzlich gilt, wir haben einen Main-Container mit der Klasse Wrapper und 10 einzelne Div-Container, das sind diese 10 hier, mit jeweils der Klasse Element mit 1 bis 10 und der Klasse Gridbox. Damit können wir die Elemente praktisch einzeln ansteuern und hiermit können wir die Elemente alle gleichzeitig ansteuern. Mehr müssen wir aber über die Index.html gar nicht wissen, deswegen schließe ich die hier jetzt auch wieder. So, das erste, was wir machen ist, ich habe hier schon mal ein paar Elemente definiert, und zwar einmal Weite, Höhe 100%, Margin Padding 0, Font Size 10, weil wir heute wieder mit Rem arbeiten werden, und damit habe ich praktisch den Body definiert. Das nächste, was wir machen, wir definieren unseren Wrapper, also die Wrapper-Klasse, und sagen hier als erstes Display Grid. Weil Grid ist das mit System, mit dem wir heute arbeiten, wie gesagt, ich werde darauf nicht mehr so tief eingehen, weil ich das schon erklärt habe. Aber so einzelne Sachen werde ich auch nochmal ansprechen. Und zwar das erste, was wir haben, ist Grid Row und nicht nur Grid Row, sondern Grid Template Row. Chup, 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 weg damit. Und hier sagen wir 25%, was heißt, eine Reihe in unserem Grid-System ist 25% der Gesamtweite mehr oder weniger. Und dann sagen wir noch Grid Template Column. Das ist ebenfalls 25% unserer Gesamtweite. Zack, zack, zack. Und dann sagen wir noch ein paar andere Elemente. Und zwar sagen wir einmal Grid Column. Na, wo war's? Grid Gap. Und dann sagen wir hier einfach ein Rem. Und das nächste, was wir sagen, ist Grid Template Area, das kopiere ich mir mal eben raus, weil das ein bisschen länger geht. Hier habe ich dann schon mal ein Grid-System strukturiert. Wie gesagt, wer wissen will, wie das hier funktioniert, das habe ich in der Videobeschreibung verlinkt, das erkläre ich jetzt nicht noch einmal. Das nächste, was wir machen, ist, wir definieren unsere Boxen etwas, damit wir irgendwas sehen. Und dazu machen wir wrapper.grid-box, das heißt, wir sprechen alle unsere Grid-Boxen an, sagen hier Background einfach so einen hellen Grauton. Und das war es erstmal.
Das Ganze können wir jetzt abspeichern, hier aktualisieren und wir haben hier, wie ihr seht, schon mal unser Grid-System. Allerdings noch nicht wirklich, sondern die ordnen sich jetzt einfach eins nach dem anderen an. Was heißt, die Box 1 liegt in diesem Fenster, Box 2 liegt in diesem Fenster, Box 3 in diesem, Box 4 in diesem und so weiter. Was heißt, die werden sich einfach so weiter strukturieren. Das wollen wir natürlich nicht. Als erstes sagen wir nämlich hier mal, unser Wrapper geht nicht über die ganze Seite, sondern unser Wrapper hat die Weite einfach 90 Views. Oh, VW. So. Das Ganze aktivieren wir mal. Ihr seht jetzt, das Ganze ist ein bisschen eingerückt. Hier sage ich Margin Auto. Aktualisieren, zack, und das Ganze ist zentriert und wir können jetzt natürlich hier oben sagen 5 Rem Auto, 5 Rem Auto. Was heißt, unsere Box ist zentriert, allerdings haben wir nach oben 5 Rem Abstand, wie ihr jetzt seht. Und das Ganze machen wir jetzt auch noch mit der Höhe, und zwar Heiß, ist auch 90 View Heiß, also 90 Felder im Prinzip von dem, was das ganze Ding hoch ist. Und so, finde ich, funktioniert das Ganze schon ziemlich gut. Wobei wir hier jetzt auch sagen können, okay, wir reduzieren das mal und sagen hier nicht Auto, sondern wir sagen hier 5 View Height, Auto, 5 View Height, Auto. So, jetzt haben wir das Ganze schön aufgebaut. Es funktioniert und das Ganze sollte jetzt wunderbar seinen Dienst verrichten. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Das nächste, was jetzt kommt, ist, wir müssen unser Grid-System natürlich erstmal so aufbauen, wie es hier aussieht. Und das Ganze ist ziemlich einfach. Dazu kopiere ich mir jetzt einfach mal eine Zeile hier rein, beziehungsweise einfach ein Element, und zwar Wrapper Element 1. Wir haben ja jedes unserer Grid-Boxen hat ja eine ID, und zwar in dem Sinne jetzt 9 oder 1, 2, 6, 7 und so weiter. In diesem Fall ist es jetzt 1 und definieren hier Grid Area und sagen hier Box 1. So, das ist unsere erste Box. Wenn ich das Ganze aktualisiere, seht ihr jetzt, dass es das erste Element praktisch sich jetzt über vier Boxen hingezogen hat, nämlich diese 4, 1, 2, 3, 4, weil die alle zu Box 1 gehören. Und auf diese Weise müssen wir jetzt alle anderen Elemente auch noch eben definieren. Deswegen mache ich jetzt eben 10 Stück. 6, 7, 8, 9, 10. Und mache mir hier mal eben die einzelnen Klassen rein, damit wir auch alle wirklich gleichmäßig ansprechen können. Wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, dann liegen die alle übereinander. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen, dass Box 10 auf Position 10 ist, nämlich hier unten. Box 9 soll auf Position 9 sein, nämlich daneben. Dann Box 8 soll zu Box 8, das ist hier. Box 7 soll zu Box 7, Box 6 zu Box 6, 5, 4, 3, 2. So. Das Ganze aktualisieren wir jetzt und jetzt haben wir schon mal unser Grid-Layout, wie es hier auch zu sehen ist. Das Ganze sieht ja schon mal deutlich besser aus. Allerdings haben wir hier, wenn ich die Seite neu lade, noch nicht diesen schönen Effekt, den wir hier haben. Aber das Ganze ist, wie gesagt, nicht wirklich schwer und damit werden wir jetzt direkt weitermachen. Als erstes sollten alle unsere Boxen hier eine wunderbare Transition bekommen. Transition all 250 Millisekunden. Das nächste, was sie sagen, ist Font Size 5 Rem, was heißt, wir wollen mal große Zahlen haben. Die Schriftfarbe setzen wir einfach mal auf White. Dann von Family machen wir Sans Serif, damit das Ganze ein bisschen sauberer aussieht. Und jetzt kommt ein bisschen was Interessantes, und zwar Box Shadow. Hauen wir jetzt noch hinzu, dass unsere Boxen einen Schatten bekommen. Sagen 0.1 Rem, 0.3 Rem, sagen RGBA und erstellen uns hier eben eine Nummer. Also einfach einen schwarzen Schatten mit der Deckkraft von 12%. Und das Ganze müssen wir jetzt hier noch in andere Richtungen machen. Deswegen kopiere ich mir das jetzt einfach mal hier rein. Was heißt, hiermit haben wir unseren Schatten. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sehen wir, dass die alle einen wunderbaren kleinen Schatten bekommen haben. Allerdings, wenn ich F5 drücke, aktualisiert sich hier noch gar nichts, beziehungsweise es verändert nichts. Und das kommt jetzt. Und zwar brauchen wir eine Animation. Und zwar eine ganz simple mehr oder weniger. Und zwar sagen wir einfach Add Keyframes, also wir schreiben eine ganz normale Funktion. Diese Funktion heißt FadeIn. Wir machen eine Klammer auf und wieder zu, sagen From. Okay, und von was animieren wir das? Und zwar sagen wir Transform und sagen hier Scale. Hier Scale von Scale 0. Sagen wir To Scale 1. Das Ganze können wir jetzt so aktualisieren. Aber es passiert halt noch nichts, weil wir diese Animation noch nicht an alle unsere Boxen angekettet haben.
Und das machen wir jetzt hier und sehen, wir sagen Animation, Fade In. Sollte man natürlich auch richtig schreiben, Fade In, sagen 0,25 Sekunden, Ease Out, Normal und Backwards, damit die Animation am Ende stehen bleibt und sich nicht wiederholt. Jetzt sehen wir schon, alles funktioniert wunderbar, aber jetzt können wir noch ein bisschen was verbessern. Und zwar sagen wir jetzt hier nicht From, sondern 0% und hier 100%. Das Ganze verändert eigentlich nicht wirklich was, nur dass wir jetzt hier ziemlich leicht noch einen Frame dazwischen machen können. Und zwar sagen wir jetzt hier, bei 80% soll er mal etwas größer werden als eigentlich gedacht. Und wie ihr seht, hat sich jetzt der Effekt etwas verändert. Die Boxen werden einmal ganz kurz ein Stück größer und das Ganze sieht später gar nicht schlecht aus, wenn man das macht, weil das alles so ein bisschen dynamischer gestaltet. Das ist vielleicht sogar etwas zu viel, machen wir mal 0,3. Ich denke, das reicht schon. Oder lassen wir es nur auf 0,5. So, aber jetzt kommt es eigentlich zu dem interessanten Teil. Und zwar brauchen wir jetzt unsere Animationsdelay. Das heißt, wir machen jetzt jede unserer Boxen mehr oder weniger hier, bekommt jetzt ein Animationsdelay. Und dieser Delay, der muss einmal angepasst werden. Es gibt dafür fertige Skripte, für beispielsweise, wenn man immer dieselben Elemente hat und die einfach standardmäßig nacheinander laden möchte. Dazu kann ich auch gerne mal ein Video machen, wenn ihr das haben möchtet. Allerdings für solche komplexen Sachen ist es oft besser, das Ganze einfach manuell festzulegen. Und zwar haben wir jetzt hier unser Element 1, das ist dieses hier oben. Das hat einen Delay von 0, das soll direkt starten, damit man direkt Feedback bekommt, wenn man auf die Seite kommt. Die zweite Box allerdings wollen wir nicht, dass sie direkt Feedback bekommt. Und deswegen bekommt diese 100 Millisekunden Verzögerung. Wenn ich das Ganze jetzt starte, seht ihr, dass die zweite Box viel später kommt. Und jetzt arbeiten wir uns einfach anhand dieser Vorlage, die wir von Google haben. Und zwar, dass sich das Ganze so von oben links nach unten rechts aufbauen soll, arbeiten wir uns jetzt vor. Das heißt, die erste Box, die laden muss, ist unsere erste. Die zweite Box nehmen wir mal als hier diese zweite. Aber auch die fünfte Box soll gleichzeitig mit der zweiten laden, wenn man das hier als Startpunkt definiert. Das heißt, 2 und 5 sollen bei 100 Millisekunden beginnen zu starten. So, 5 ebenfalls. Ich mache das mal ein bisschen kleiner, dass das hier untereinander passt. Dann die nächsten Boxen, die laden, ist 3, 4, 5 und 8. Also machen wir bei 150 Millisekunden, oder sagen wir mal 200 Millisekunden, 3. Dann die Box 4, weil die ähnlich weit weg ist, 4. Dann die Box 6 und die Box 8. Ups, warum drücke ich denn immer B? So, dann das nächste, was wir haben, ist die 7. Die startet bei 300 Millisekunden, dann die 9 startet bei 400 Millisekunden und die 10 startet bei 500 Millisekunden. Das Ganze können wir jetzt hier mal aktualisieren und das Ganze sieht schon interessanter aus, sieht etwas anders aus als hier. Hier ist es etwas langsamer, hier geht es ein bisschen zügiger, dafür, dass wir einfach die Zeit hier ein bisschen hochgedreht haben. Das Ganze können wir natürlich auch ein bisschen langsamer angehen lassen. Dann seht ihr, wie sich das jetzt wunderbar aktualisiert und wir können jetzt beispielsweise diesen Wert auch nochmal hochschrauben, sodass die Elemente noch ein bisschen größer werden. Gleichzeitig können wir aber auch sagen, dass das zum Beispiel einfach kleiner werden soll. Dann ist der Abstand einfach noch ein bisschen kleiner da unten drunter. Wobei das nicht wirklich gut aussieht, das springt irgendwie. Was heißt, das sieht doch besser aus. Aber lassen wir das mal auf 0,5 und aktualisieren. Und jetzt haben wir praktisch diesen einfachen Effekt uns hier eingebaut, den wir, wie gesagt, auch extrem langsam machen können, damit man das mal deutlicher sieht. Und ihr seht jetzt, dass alle Boxen sich nacheinander aufbauen und so ein schöner Übergang entsteht und nicht ein schneller Übergang, wie es vorhin der Fall war, wenn wir einfach auf OK drücken. Und als kleines i-Tüpfelchen werden wir uns noch diesen schönen Hover-Effekt hier drauflegen. Und zwar sagen wir dafür einfach diese Klasse hier kopieren und sagen hier Hover, zack, und kopieren uns hier einfach noch ein paar Elemente rein. Nämlich einmal den Box-Shadow, der ein bisschen stärker wird und etwas größer. Und dann hier unten, oh, hier muss natürlich 1,5 Rem, 2,8 Rem und 1 Rem und hier ebenfalls 1 Rem. Man muss es ja auch stringent durchziehen. So, wenn ich das Ganze aktualisiere und mit der Maus hier rüber gehe, sieht man schon, dass es funktioniert. Allerdings ist hier noch ein Fehler, den man sehr, sehr oft sieht. Das ist eine absolute Kleinigkeit. Allerdings ist es immer ganz nett, den auch noch in Klammern auszumerzen sozusagen. Und zwar seht ihr hier den Schatten, der praktisch eigentlich jetzt über der 7 liegen müsste, es aber nicht tut.
Und das Ganze kann man ziemlich leicht umgehen. Und zwar sagt man, wenn man so einen Schatteneffekt macht, sagt man Z-Index 2 und sagt hier einfach Position Relative. Das verändert nichts an dem Grid-Layout, allerdings zieht es die Fläche über alle anderen Flächen, solange ich mit der Maus darauf bin. Und wenn ich das jetzt aktualisiere und hier rüber gehe, seht ihr, dass auf einmal der Schatten mit über die 7 rüberlappt, was einfach diesen Schatteneffekt noch deutlich verstärkt. Was heißt, dieser Schatteneffekt braucht immer diese beiden Attribute, sonst wirkt er einfach nicht so schön, wie er ist. Und sonst hat man weder diesen schönen Einblendeffekt noch diesen schönen Hover-Effekt. So, das war schon wieder für dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder Kritik habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einmal Discord, aber auch Facebook, Instagram, Twitter, dort könnt ihr mich einfach erreichen. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr dort auch Affiliate-Links, dort könnt ihr einfach irgendwas kaufen, um diesen Channel etwas zu supporten. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche um 14 Uhr mit einem neuen Video. Viel Spaß bis dahin, bis bald, ciao!